Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's mal meine Winterfavoriten. Nein! Oh. Hoffentlich geht das gut. Auf alle Fälle, heute gibt es meine Winterfavoriten und ich habe mir ein paar tolle Produkte rausgesucht, die ich wirklich schon teilweise Jahre benutze. Es ist vor allem etwas dabei, ein bisschen Hautpflege, ein bisschen Fashion, ein bisschen was für die Gesundheit. Übrigens, falls ihr eine Last-Minute-Adventskranz-Inspiration braucht, werde ich euch das Video mal hier einblenden, auch von den letzten Jahren, weil ich habe viele von euch da wirklich sehr inspiriert, was mich erfreut. Und ja, würde sagen, wir starten. Starten wir gleich mal mit ein bisschen Wellness, weil im Winter, finde ich, darf es ruhig mal ein bisschen mehr Wellness sein und da hat man auch ein bisschen mehr Zeit und vor allem jetzt in der Corona-Zeit ist man sowieso vermehrt zu Hause. Und ich habe mir diese Massagebürste gekauft. Also ich weiß nicht, ob man das so nennt. Auf alle Fälle habe ich da im Fernsehen eine Frau gesehen und die war ja so 60, 65 und die hat eine Top-Haut gehabt, wirklich eine Top-Haut. Und sie hat gesagt, sie benutzt jedes Mal im trockenen Zustand diese Massagebürste, kann man aber auch unter der Dusche benutzen. Und somit ist die Blutzirkulation besser und verhindert Zellulite. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ich finde es wirklich auch sehr angenehm und es durchblutet wirklich extrem dann die Haut. Also ich kann es euch wirklich empfehlen. Und so als kleiner Wellness-Kick, ja, ist es im Winter natürlich sehr, sehr schön. Dann bleiben wir gleich beim Wellness. Beziehungsweise ist es auch was für die Gesundheit eher. Ich habe mir letztes Jahr schon diesen Diffuser gekauft und ich finde den wirklich sehr, sehr toll. Ist nicht nur dazu, dass der Raum gut duftet, man kann auch ätherische Öle reinmachen, aber ganz, ganz wenig nur. Auf alle Fälle ist es ein Raumbefeuchter und gerade in der trockenen, was heißt trockenen Jahreszeit, also mit der trockenen Heizungsluft, werden die Schleimhäute schnell ausgetrocknet und werden gereizt und somit ist halt das gewährleistet, dass der Raum immer gut durchfeuchtet ist, dass die Schleimhäute gut durchfeuchtet werden. Und ich habe mir dazu auch ein Öl gekauft und zwar Kajeput. Das ist gerade so Nasennebenhöhlen, Schleimhäute, sieht es wirklich sehr, sehr toll sein. Hat einen wirklich tollen Effekt. Wir haben das letztes Jahr den ganzen Winter lang drinnen gehabt und also meine Tochter war definitiv nicht so viel krank als wie das Jahr zuvor. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es an dem liegt, aber ich finde es definitiv eine coole Sache. Es gibt auch den in verschiedenen Farben. Der kann auch die Lichter wechseln. Also hier drinnen ist nochmal so ein Lichtspiel. Hier kommt übrigens dann das Wasser rein. Dann 2-3 Tropfen von diesem Öl oder egal welches Öl. Ich habe auch nur hier dieses Öl. Das ist zwar ein Saunaduft, aber das ist eigentlich im Endeffekt das gleiche. Das ist so ein Bio-Saunaduft, Konzentrat Lemongrass. Kann man auch in die Duftlampe reinmachen oder so. Es riecht auch so unglaublich nach Wellness. Also es ist ein Hammerduft. Ich werde den euch auch verlinken. Der kostet auch wirklich überhaupt nicht viel. Und ja, wie gesagt, durchfeuchtet einfach den Raum. Apropos Beauty, möchte ich euch nicht vorenthalten. Im Winter brauche ich definitiv irgendwas, was mir ein bisschen, zumindest ein bisschen bräuner ausschauen lässt. Und Solarium habe ich einfach ehrlich gesagt zu viel Angst vor Hautkrebs und ist meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Deswegen benutze ich von Beautymates meinen Selbstbräuner. Ihr seht es, der ist auch eigentlich schon fast leer. Ist wirklich gerade noch ein bisschen was drinnen. Also ich benutze den wirklich so, sage ich mir, alle 2 bis 3 Tage. Auf alle Fälle ist es ein Konzentrat, sehr, sehr wichtig. Das mischt ihr mit eurer Tages- oder Nachtpflege. Also ich benutze ihn abends, dann wacht ihr morgens mit einem schönen gebräunten Tar auf. Je mehr Tropfen ihr verwendet, desto bräuner werdet ihr. Könnt ihr auch in die Bodylotion mischen. Ich mische den mit meiner Beautymates Hyaluron Boost Cream. Mein Lifesaver Nummer 1. Ich habe euch das auch, die Creme im Urlaub dieses Jahr gezeigt. Da war ich in Kroatien. Und ich habe seitdem, und ich habe von euch auch schon viele Nachrichten gekriegt, ich habe seitdem eine popo-weiche Haut. Ich reagiere normalerweise auf sämtliche Cremes, aber die passt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch keine Unreinheiten mehr. Also natürlich manchmal hormonell bedingt kommt natürlich wieder was hoch, aber seitdem wirklich nicht mehr so extrem wie vor dieser Creme. Und wie gesagt, ich mische das dann, ich zeige euch das auch, wie das funktioniert. Gebe einfach eine erbsengroße Menge in meine Handfläche, gebe 2 Tropfen von dem Selbstbräuner drauf oder 3, je nachdem wie braun ihr sein möchtet. Aber so mache ich es jetzt eh. Verreibt es in meiner Hand und gebt es dann auf mein Gesicht auf. Hals, Dekolleté benutze ich meistens 3 Tropfen, weil ja, ich finde, dass das dann einfach ein schönerer Effekt. Meistens sogar 4 Tropfen. Die Produkte sind ohne Silikone, ohne Parabene,
keine Duftstoffe drin, ist auch für Allergiker geeignet. Und das Beste, ihr könnt diese zwei Sachen im Set ergattern, da könnt ihr schon mal sparen. Und jetzt gibt es in der ganzen Black Week 30% Rabatt. Ich habe noch nie einen 30% Rabattcode von Beautymates bekommen, also es ist wirklich das erste Mal. Und nach dieser Black Week könnt ihr dann meinen regulären Rabattcode USE20 benutzen. Ihr wisst, ich stehe hinter diesen Produkten, ich liebe sie, ich habe es euch schon ganz oft gezeigt. Falls ihr sehr trockene Haut habt, gibt es diese Creme auch in der Form für trockene Haut. Es gibt auch noch andere tolle Produkte, falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne diesen Set-Konfigurator benutzen. Da könnt ihr eure Sets individuell zusammenstellen, also es gibt auch was für Glow im Gesicht, es gibt auch was extra für Pigmentflecken, Anti-Aging und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz tolle Serien, die untereinander auch kombinierbar sind. Und ich benutze die Produkte jetzt mindestens schon ein Dreivierteljahr und ich bin sehr, sehr zufrieden. Der nächste Favorit ist wahrscheinlich eher ein ungewöhnliches Produkt. Was heißt ungewöhnlich? Also es ist ein Parfum von Van Cleef & Arpels. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, also ist schon mal eine unglaublich tolle Verpackung. Und ich liebe diesen Duft, aber tatsächlich nur in der kühleren Jahreszeit. Und zwar ist es Orchidee Vanille. So schaut der aus. Ein sehr edler Flakon. Der Duft ist, ich kann das ganz schwer beschreiben. Ich benutze den auch sehr gerne zu Hause. Ihr werdet jetzt denken, ich spinne. Aber der ist so, der bringt mich so runter. Der ist so angenehm. Der ist so, der umhüllt mich mit einer Vanillenote, die nicht so süßlich ist, aber auch nicht aufdringlich, sondern einfach so angenehm. Und es ist ja eine Orchidee dabei. Von daher ist der Duft auch noch ein bisschen blumig. Und immer wenn ich mich schlecht fühle oder wenn es draußen einfach richtig kreislig ist und regnet oder schneit oder keine Ahnung, dann gebe ich den Duft teilweise auch in mein Bett und es ist einfach so angenehm. Und auf alle Fälle ist es definitiv mein Winterfavorit. Erinnert mich ein bisschen an Weihnachtsmarkt, aber nicht an dieses Quietschsüße, sondern einfach an dieses Angenehme und dieses in die Kindheit zurückversetzt und lecker. Dann kommen wir zu Fashion und ich zeige euch jetzt Schuhe, die ich mittlerweile auch schon 3-4 Jahre habe. Natürlich jetzt auch in anderen Ausführungen und die ein sehr, sehr gutes Dupe sind zu diesen extrem teuren UGG Boots. Und zwar sind es diese hier, das ist die Marke Scutari. Und diese Schuhe sind innen drin nicht mit Schaffell ausgekleidet, sondern wirklich mit Kunstlederimitat. Und die haben wirklich so unglaublich warm und bequem. Schauen auch genauso aus als wie die UGG Boots. Und ja, ich finde, das ist natürlich eine bessere Alternative und auch wirklich eine sehr günstige Alternative. Also die kosten nur einen Bruchteil und schauen wirklich eigentlich genauso aus. Sie gibt es in verschiedenen Farben. Das sind tatsächlich mehr Hausschuhe von mir. Also es sind jetzt keine Straßenschuhe, sondern die ziehe ich tatsächlich zu Hause an. Ich habe aber auch welche in Grau, die zeige ich euch aber nicht, weil die wirklich schon dermaßen durch sind. Das sind dann meine Outdoor-Schuhe in Grau, ich habe es auch in Hellrosa. Also die gibt es wirklich in 1000 verschiedenen Farben, in Beige genauso wie die UGG Boots auch. Und die gibt es auch genau wie die UGG Boots in verschiedenen Ausführungen. Also auch ohne Schleife, höher, niedriger. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. Auch die Sohle ist super. Die haben hier dieses Profil, dass man nicht rutscht. Und ja, also wie gesagt, ich bin absolut begeistert und ist eine gute Alternative zu den UGG Boots. Mein nächster Favorit ist eine Winterjacke, die habe ich mir jetzt vor einem Monat circa gekauft. Habe es aber schon wirklich ausnutzen können, weil es ist momentan richtig kalt bei uns. Also wir haben wirklich schon Minusgrade. Und zwar ist es dieser wunderschöne Mantel. Den habe ich euch auf Instagram gezeigt und habe ihn euch auch verlinkt, weil mich so viele gefragt haben. Der ist mit einem Kunstpelz, der schaut aber wirklich sehr, sehr echt aus. Ist aber kein echter, also man sieht definitiv den Unterschied. Und der Mantel hält unglaublich warm. Also der ist ein bisschen schwerer, er ist fester. Also man merkt es definitiv, dass das wirklich eine tolle, hochwertige Qualität ist. Und die Farbe, also den gibt es auch in 1000 verschiedenen Farben. In Rot, in Gold, in Silber, also wirklich in sämtlichen Farben. Ich sage euch das mal so, wie der ausschaut. Also es ist wirklich ein selten schöner Mantel, wie ich finde. Auch die Farbe allein hat hier Taschen. Hat innen nochmal eine Tasche, ist wirklich ganz toll aufgeteilt. Auch hier mit den tollen Details, da an der Seite nochmal. Ein sehr hochwertiger, sehr, sehr warmer Mantel. Also falls ihr für den Winter noch einen wirklich warmen Mantel braucht,
dann kann ich euch den wirklich nur empfehlen. Die Qualität ist super und hat hier auch nochmal diese Handschuhe, diese eingebauten, dass das nicht so nach hinten rutscht. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt hier die Größe XS und ich trage auch normalerweise immer XS bei den Mänteln. Also von der Größe her fallen die total normal aus. Ich bin schon wirklich drauf und dran, dass ich mir den noch in einer anderen Farbe bestelle, weil der halt einfach so toll ist. Dann zeige ich euch einen sehr, sehr neuen Favoriten und ich bin so in love mit dieser Handtasche. Ja, es ist eine Handtasche. Ihr kennt es bestimmt von Louis Vuitton, diese Multipocket. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ist halt eigentlich fast unbezahlbar. Und es gibt eine Alternative, die so aussieht und ich finde die einfach so toll. Ihr habt ja relativ neu, deswegen ist jetzt auch noch das Preisschild dran. Es gibt es auch noch in einer anderen Ausführung, wo die hintere aus Samt ist. Ich habe mich jetzt aber für diese entschieden. Die habe ich auf Insta abstimmen lassen. Ihr wart auch für diese. Und die schaut einfach so unglaublich toll aus, auch mit diesem Täschchen hier noch dran. Und ich liebe diese breiten Riemen an der Tasche. Hat hier eine Tasche, hat hinten noch mal eine Tasche. Man bekommt wirklich alles super rein. Und getragen schaut die halt einfach mega cool aus. Ich zeige euch das mal. Also, ihr müsst jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen kürzer stellen. Aber so mit den goldenen Details. Ich liebe Schwarz und Gold. Und dann hier nur das Kleine und so. Also, das schaut einfach sehr peppig aus. Ich werde es euch verlinken. Es ist ja Black Week. Ich glaube, da gibt es nochmal jetzt 15% oder 20% Rabatt auf die Tasche. Und ja, da kann man sie die vielleicht mal gönnen. Oder als Weihnachtsgeschenk für die Mama oder für sich selber, wie auch immer. Aber ist denn nicht ein Traum? Meine letzten beiden Favoriten, wie könnte es anders sein? Was braucht man im Winter? Natürlich Schals. Und ich habe mir einen Kaschmirschal gekauft in der Farbe Beige. Ich liebe Beige und gibt es auch in verschiedenen Farben. Der ist unglaublich weich und der war jetzt auch wirklich gar nicht so teuer. Es ist jetzt auch mehr so ein XXL-Schal. Also der ist wirklich ziemlich breit und ich liebe es einfach, auch mit Mantel oder egal wie, schaut immer toll aus und vor allem der ist so weich. Ich werde ihn euch verlinken. Und dann, nachdem fragt sie mich auch sehr, sehr oft, den trage ich auch jetzt sehr, sehr oft, wie gesagt, bei uns ist er schon relativ kalt warm, dieser Leo Schal und der peppt halt wirklich jedes Outfit auf. Ich habe einen beigen Mantel und der dazu schaut richtig toll aus, aber auch zu einer schwarzen Jacke oder Lederjacke oder wie auch immer. Man kann den sehr, sehr toll kombinieren, passt auch zu braun. Ich finde, der ist halt wirklich sehr, sehr wandelbar, der Leo-Schal. Und die Qualität ist vor allem auch super. Ich werde den euch auch verlinken. Und ja, also definitiv ein Winter-Must-Have. So, das waren jetzt mal meine Favoriten. Wie gesagt, ihr findet alle Links in der Infobox. Da sind alle Informationen drinnen, die ihr braucht. Auf alle Fälle kommt übermorgen am Sonntag ein weihnachtliches Video. Da dekoriere ich mein Haus. Ich bin schon mega, mega gespannt, wie ihr das findet. Mein letzter Adventskranz findet ihr im letzten Video. Werde ich hier noch mehr einblenden. Und dann hoffe ich natürlich sehr, sehr, dass ihr in meinem nächsten Video wieder einschaltet. Dann wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis übermorgen zum Sonntag bei meiner weihnachtlichen Haustour. Erst mal abbeißen. Schmeckt ganz lecker. Mmh. Meine Tochter hat mir gerade frisch gebackene Plätzchen gebracht. Hast du die mit Papa gerade gemacht? Ja. Mmh, Kokosmakrone. Mmh. Danke. Bitte. Mhm.